Ne? Nicht vergessen zu abonnieren regelmäßig. Hey, der Let's Plays hier auf diesem Kanal. Morning. In the morning. Ich bin Frank Dente und wir sind zurück bei einem erneuten Let's Play. Und oh, was sehe ich denn da? Heute gibt's Permens bei dem Glücksrad. Und ein Puzzleteil gibt's auch. Wollen wir mal gucken, ob wir was kriegen? Können wir auch einmal extra drehen oder so. Na, warum? Warum? Na gut. Ja, es war irgendwie klar, oder? Ich finde es immer schade, dass das ein Event sein soll. Ich meine, im Prinzip ist es ja nichts. Ja, drehst halt dreimal, dann ist es vorbei. Oh, schön. Puzzleteil. Ja, komm, jetzt aber noch ein Permit. Gönn uns. Gönn uns. Wir wollen haben. Und, oh nein. Naja, komm, einmal noch, einmal noch, einmal noch. Aber dann ist wirklich Feierabend. Nee, vorbei. Oh, immerhin. Zwei Puzzleteile. Gut, einmal noch. Aber dann ist wirklich vorbei. Dann ist wirklich vorbei. Und. Na, okay. Gut, wir haben es nicht bekommen. Und damit ist das Event für uns schon wieder vorbei. Das ist halt irgendwie schade, ne? Ja, also so ein richtiges Event ist das ja nicht. Oh, die Elke hat uns hier geholfen. Einmal danke an Elke. Danke. So. Kann nämlich die Bienen auch wieder loslegen. Los, fliegt meine Bienen. So. Und dann muss ich hier unbedingt. Ich bin beim Derby. Ich habe ja hier die Aufgabe noch. So, guck mal, passt genau, passt genau. Aber das andere habe ich jetzt nicht, oder? Doch, habe ich auch. Ui, ui. Kann ich vielleicht sogar direkt die Aufgabe fertig machen? Das wäre natürlich richtig toll. Einfach direkt nochmal. Und dann muss ich meine Belohnung abholen. Meine Deko aus dem Tal. Ja, die muss ich auf jeden Fall. Oh, die eine habe ich nicht hier, dieses Ei. Das habe ich auf keinen Fall. Moment, schick mal auch eben hier. Ja, komm, ich schick das weg. So, wollen wir mal gucken. Das Schiff war auch schon mal schneller, ne? So, das habe ich. Habe ich. Ja, ich habe es gewusst, dass ich das nicht habe. Alles andere habe ich. Ich hoffe, dass jemand da ist, der helfen kann. Oh, ja, das habe ich doch. So. Und währenddessen können wir hier hingehen. Aufnahme abgebrochen. Jetzt bin ich selber schuld. Jetzt muss ich das später am PC zusammenschneiden. Richtig, richtig ärgerlich. Na egal. Gehen wir mal hier drauf. Und ja, jetzt will ich meine Belohnung abholen. Da ist sie. Da ist sie. Tada. Sehr unspektakulär. Wirklich sehr, sehr unspektakulär. Ansonsten können wir nichts mehr holen, weil wir nichts mehr haben. Aber das reicht auch. Was soll das? Tal verlassen. Tal verlassen. So, das reicht aber auch. Mehr brauchen wir wirklich nicht. Ich mag dieses Tal nicht, was so. Oh, Bretter. Nee. Nee, wieso gebe ich denn Bretter? Moment mal. Nee, nee, ich kann keine Bretter geben. Sorry, sorry. Nägel könnte ich auch mal erbitten. Kann man das erbitten auf einmal oder was? Hä? Kann man das erbitten? Konnte man das früher schon? Nee, eigentlich nicht, oder? Krass. Okay, das finde ich cool. So, da braucht einer Hilfe. Oh, wo brauchst du denn Hilfe? Mal gucken. Ja, wir haben hier so eine kleine Babyfarm jetzt bei uns. Hä? Die braucht doch gar keine Hilfe. Nee, nee, nee. Braucht keine Hilfe. So, gehen wir zurück. Jetzt gucken wir mal. Wo sehe ich jetzt, wer mir das gegeben hat?
Didis Farm, danke Didi. Jo. Komm, wir schreiben das mal. Normalerweise mache ich das nie. Danke Didi. So. Und jetzt. Ach so, genau. Mist, da hat noch keiner geholfen. Dann auf jeden Fall hier. Zack, zack, zack. Alles, alles, alles holen. So. Und Möhren auf jeden Fall. Ich gehe nämlich gleich nochmal online. Da muss ich auf jeden Fall Sachen anpflanzen, wo ich schnell da bin. Also wo was abgeholt werden muss. Ja, und die hier. Jetzt kann ich natürlich meine Tiere nicht füttern, ne? Das ist auch immer ein bisschen doof. Dann, das ist bald vorbei, ne? 3 Tage. Also ich freue mich schon auf den neuen Farmpass. Da werden wir auf jeden Fall auch gucken. Lohnt er sich? Ist der cool? Ist der nicht cool? Also da werden wir sehr, 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 sehr kritisch drauf gucken. Also jetzt gucken wir mal hier. Wieso habe ich keinen Zucker? Ey, was macht der Opa denn? Braucht er so lange, um Zucker zu machen hier? Ich habe einfach keinen Zucker schon seit Tagen. Und davon Kakaobäume. Ah, ich. Oh, ich hätte auch die Elke geholfen. Ja. Danke. So. Ich werde jetzt in Zukunft die Bäume wahrscheinlich erstmal zurückhalten zum Wiederbeleben für diese Babyfarm, die wir jetzt haben, damit die da ein paar XP bekommt. Guck mal, warum ist der da und warum hat der keinen Weg da? So, so muss es sein. Jo. Ach Mann, es noch gefällt mir das hier nicht so sehr. Muss auf jeden Fall noch was ändern. Aber vorher brauche ich mehr Kakaopflanzen. Kakao. Da. Und ihr müsst mir mal sagen, wie viele Tools kann man pro Tag eigentlich kaufen? Da gab es doch eine Grenze, ne? Ja. Pro Tag nur so und so viele Tools. Was auch total doof ist. Also jetzt mal ganz ehrlich, ne? Also, dass sie das damals gemacht haben. Super schlecht. Also allein schon das Streamen hat so super sau viel Bock gemacht, weil man so viele Tools bekommen hat. Also Ausverkauf bei mir, ne, das war immer cool. Sachen einsammeln. 18 Stück. Nee. Nee. Fisch! Genau! Seht ihr? Ich wollte Fisch abholen. Ich hatte nämlich hier. Oh. Okay. Ja, okay. Das dauert wohl noch ein bisschen. Na gut, da können wir noch ein paar Netze machen, denn ich habe die meisten Netze jetzt tatsächlich hier. Warte mal. Milch. Okay. Honig habe ich nicht. Milch habe ich. Wer fragt denn nach Milch? Wer war das denn? Wer hat denn da nach Milch gefragt? Also, ja, müsste ich jetzt nachher auf dem PC, wenn ich das Gameplay gucke, wer fragt denn nach Milch? Ja, sehr komisch, sehr komisch. Wie viele Leute sind online? 3. 3 Leute sind online. Ja, kann man machen, kann man machen. Ja, es gibt tatsächlich dann auch gar nicht so viel hier zu tun, außer natürlich die Deko hinzustellen. Bei der Spielplatz, der gefällt mir auch gar nicht. Da muss ich auch was ändern. Vielleicht mache ich den Spielplatz auch weg. Mach den woanders hin. In die Stadt oder so. Da muss ich mal gucken. Ich habe auch gestern in der Stadt auch ein bisschen was geändert. Ich könnte zum Beispiel die Schafe wegmachen. Die könnte ich woanders hinstellen. Ich sammle ja die Schafe. Aber die kann ich woanders hin machen. Dann mache ich hier so einen Spielplatz hin. Und ja, hier habe ich zum Beispiel gestern diese Statue hingestellt. Da war nämlich eigentlich ein Picknick, eine Picknick-Ecke.
Hier habe ich was weggemacht, da habe ich dann, das passt aber überhaupt nicht dahin, das sieht total doof aus. Die werde ich jetzt wahrscheinlich wegpacken. Oh, danke. So, guck mal eben hier rein. Bing, 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 bing. Oh, ganz schön viele Puzzleteile dazu gekommen. Nicht schlecht. Oh, da auch zwei. Ja, gut. Null, null, null. Ja, wir haben ja jetzt. Wo ist es? Wo ist es? Wo ist es? Deko. Ja. Wie finde ich jetzt diese Deko? Finde ich die hier? Das ist immer so eine Sache, ne? Die Dekos zu finden. Da ist sie! Ja. Ja, passt halt überhaupt nicht dahin. Ich lasse sie jetzt aber erstmal da. Ja, ich mache mal einen Screenshot. Passt überhaupt nicht, aber egal. Die sieht sehr cool aus. Also ich finde die richtig cool. Also Hühner und Enten und so, ihr wisst es, bin ich Fan von. Oder hier von so einer Mofa. Also von der Vespa da bin ich auch Fan. Oder die Schweine finde ich auch cool, aber. Ach ja, was soll ich sagen? Was soll ich sagen? So, die schicken wir alle weg. Und holen nochmal 10. Was? Bitte nicht. Bitte nicht. Was ist denn hier los? Oh nee. Hat hier Heyday wieder Probleme. Oh, was ist das denn für eine coole Kuh? Eine coole Kuh. Die gab es wahrscheinlich auch im Tal. Hat er noch andere Talsachen, die ich noch nicht kenne? Ich habe ja jetzt 2 Jahre nicht gespielt. Da sind so ein paar Dekos auf jeden Fall bestimmt zusammengekommen, die ich nicht kenne. Nee, da ist nichts. Da ist das Huhn, das kenne ich aber auch noch. Ja, die kenne ich auch. Nö, die kenne ich alle. So, dann holen wir hier die 8 Leute ab. Nun, das reicht auch, mehr brauche ich nicht. Ja, erstmal die 8 Leute abholen. So, die Karte schmeiße ich wie immer weg. Na, ihr wisst ja, das bringt nicht wirklich was, ne? So. Tja, jetzt ist im Moment kein Tal, ne? Also Tal ist im Moment keins. Komm, ich mach das mal weg da. So. Ja, also ich werde hier noch ein bisschen was ändern, ne? Definitiv werde ich hier ein bisschen was ändern. Ein bisschen was umstellen. So schön, wie ich damals dekoriert habe, weiß ich nicht, ob ich das noch hinbekomme. Muss auf jeden Fall mal gucken. Ich habe damals wirklich krass Heyday gesuchtet. Also, boah, ich war ja voll da drin. Ich war ja richtig im Heyday-Fieber und habe richtig viel umgebaut, umgestylt. Also, das war eigentlich richtig cool. Ich weiß gar nicht, ich guck mal eben. Was ist denn hier los? Okay, nee. Nee, das nicht. Gut, das ist das Aktive. Das ist leer, das ist leer. Also ich habe tatsächlich komplett, also Stadt habe ich noch gar nichts gemacht. Ich würde sagen, dass ich dann zum Üben erstmal die Stadt anfange. Da vielleicht so ein paar Layouts zu machen oder so. Ein schönes Stadtdesign, denke ich, könnte man machen. Ah, ich habe ein schönes Stadtdesign, ich weiß, aber ich meine jetzt mal so, nochmal ein bisschen was anderes machen. Einfach nur zum Ausprobieren, zum Testen. Das Ding ist, ich darf aber nicht jede. Moment, den Greggy. Greggy Haggy können wir da hinstellen. Wir stellen das dahin und den dahin. So. Ich muss ein bisschen gucken, weil ich darf eigentlich nicht Materialien von hier nehmen, die ich eigentlich auf der Farm brauche.
Zum Beispiel das Wasser, die Feldwege. Das sind eigentlich Sachen, die brauche ich drüben. Ne? Also hier diese Feldwege, klar, sieht super schön aus hier im Sand. Aber die brauche ich eigentlich auf der Farm. Ja, die brauche ich eigentlich auf der Farm. Wir gucken mal, vielleicht. Ja, wir gucken mal. So, das habe ich, das habe ich. Also es muss irgendein einfaches Design sein. Ganz einfach muss das sein. So, das haben wir, das haben wir. Guck mal. Wunderbar, klappt hier alles hervorragend. Die brauchen genau das Richtige. Okay, der nicht. Der ist frech. Und jetzt haben wir noch die. Oh. Mein letzten. Na gut, haben wir der gegeben. So, bitte. Nur einer. Mann, der Timo. Ich bin echt am Überlegen, ob ich jetzt einfach kurz den Tom hole. Also hier so eine Karte. Irgendeine Tom-Karte einfach hier. 25 Stunden. Habe ich keine kleinere? 25 Stunden. Irgend so eine Billo-Karte, wisst ihr? So eine 10 Stunden. Tom-Karte. Ich brauche jetzt keine 25 Stunden, weil ich habe nur 25 Stunden. Alles nur Tom, Tom, Tom. Wieso sind die auch nicht sortiert? Was soll das? So, komm, wir nehmen die jetzt einfach mal. Und dann soll der mir jetzt hier einfach das holen, weil ich will die Aufgabe jetzt fertig haben. Und pass auf, jetzt hilft mir einer, ne? Also bevor das da ist, so ist es ja immer. So ist es immer. Ich sag's euch. 100%, 100%. Wo bleibt er? Also das dauert immer sehr lange, ne? Da bin ich ja kein Freund von, wenn es so lange dauert. Dann gucken wir jetzt mal kurz hier rein. Also Ringe, muss ich sagen, sind ja extrem viele auf einmal im hier im Dings, in der Zeitung immer. Das war früher nicht. Also eigentlich könnte ich mal Ringe sammeln, anstatt goldene Decken. Und also wenn dann so ein Mitarbeiter, also hier Dings, wenn das ist, ne? Ja. Dass die hier vorne was haben wollen, ne? Das würde gut passen. Ah, guck mal, die Karotten sind auch fertig. Karotten kann man nie genug haben, deswegen habe ich gerade welche gekauft noch. Also wirklich, Leute, glaubt mir. Karotten, das Lebenselixier hier auf dem Hof. Für die Tiere. Für die Tiere auf jeden Fall. So. Fertig. Yeah. Und wegschicken. Und Derby-Aufgabe geschafft. Also früher habe ich das irgendwie schneller hinbekommen. So. Und was haben wir jetzt? Was haben wir jetzt? Lieferwagenaufgabe. Ach komm, ich nehme hier die Mine. Wir machen ja eh nicht maximal, deswegen passt das auch, dass da nicht 300 und sind, sondern wir machen ja so ganz easy, ganz locker. Ne? Früher immer so echt radikal. Ja, da bleibt dann aber auch der Spielspaß ein bisschen weg. Und andere Leute, die nicht so gute Farmen haben, können nicht mitspielen. Wenn wir jetzt zum Beispiel diese Babyfarm angenommen, die wird ja wahrscheinlich auch nicht maximal schaffen. Zumal die Person den ganzen Tag arbeiten geht. Ja, und damit wir aber trotzdem auch mal Leute mitnehmen können, dass die auch mal ein bisschen Spaß haben, kann man das ruhig mal so machen, denke ich. So. Guck mal hier. Guck mal hier. Komm. Ich mache jetzt hier. Shop. Holt euch den Käse, Leute. Komm hier. So viel Äxte brauche ich auch gerade. Aktuell nicht. Ne, vielleicht später mal, aber oh, guck mal, sind auch schöne Sachen. Leute, kommt in meinen Shop. Holt euch die coolen Sachen.
So, zack, zack. Das, also, es macht auf jeden Fall trotzdem Spaß. Hier ist alles so locker und easy. Hier gibt es keine Events, die mir die schlechte Laune machen. So wie bei Township. Also bei Township muss ich echt sagen, ach ey, warum machen die das gerade? Da lief alles wirklich richtig gut. Ja, aber so ist das manchmal, ne? So, und guck mal, schon wieder nächste Aufgabe geschafft und sogar ein paar Diamanten eingeheimst. Bevor ich die nächste Aufgabe annehme, mache ich jetzt aber erstmal wieder ein bisschen Platz in der Scheune. Immer zack, zack, zack. Crazy Duck direkt, weil sonst man vergisst man. Man vergisst es. Dann hat man diese ganzen Erze in der Scheune und das will man nicht, weil die nehmen einfach nur Platz weg. Deswegen macht es am besten immer direkt. Sonst wundert ihr euch, dass ihr keinen Platz habt und bis ihr dann merkt, ach ja, stimmt, da waren ja diese ganzen bösen Erze. Ja. So, gucken wir mal rein. Was haben wir denn hier? Haben wir noch was Schönes? Ja, Lieferwagen will ich nicht machen, ganz ehrlich. Mache ich jetzt nochmal Schiff? Oh, 32 Lieferwagen ist halt auch eine Ansage, ne? Oh Mann. Ach komm, egal. Ich mach mal. Ich werde heute bestimmt noch ein bisschen spielen, deswegen nehme ich es jetzt an. Normalerweise nicht, ne? Normalerweise bin ich auch so, dass ich ein, zwei Mal am Tag reingucke. Und dann mache ich das halt auch nicht. Aber jetzt gerade passt das, ne? So. Möhren, Möhren, Möhren. Also jetzt haben wir, glaube ich, genug Möhren. Ah, Möhren. Und wisst ihr, was auch noch richtig Katastrophe ist? Habe ich im letzten Let's Play schon gesagt. Hier, Reis. Boah, wie viel Reis ich anpflanzen müsste, damit ich da mal ordentlich was machen kann, ne? Das ist zu viel. Viel zu viel. So, aber jetzt erstmal hier die Tiere füttern. Guck mal, und die Tools hier schön. Schraube, Bolzen, Nagel. Pferde sind genial. Pferde sind genial. Und hier, selbst die Esel, einmal Nägel. Das ist mehr als die Zootiere bringen. Und guck mal, bei den Zootieren, ihr müsstet extra in den Zoo rüberfahren. Ihr müsst das Futter aufwendig herstellen. Und dann geben die noch nicht mal was. So richtige kleine Geizhals-Zootiere sind das, sage ich euch. Aber guck mal, ey. Eigentlich habe ich echt. Ich muss mal gucken. Das, das, das. Bin am Überlegen. Ich könnte noch mehr Oliven. Ja, ich habe es mir gedacht. Ich muss noch mehr Oliven sammeln. Ich muss viel mehr Oliven anpflanzen. Also die reichen auch nicht. Ich muss da mehr. Und ich tue die Erste Hilfe machen heute Abend. Für die kleine Farm dann. So. Und was pflanze ich jetzt an? Zucker ist. Ja, guck mal, jetzt kann ich wieder Sachen anpflanzen, die lange dauern. Hier Chili brauche ich, glaube ich, dringend. Ja, die dauern zwar nicht lang, aber die brauche ich auch wieder. Da muss man immer aufpassen bei dem Spiel, dass man nicht aus Versehen seine Sachen einfach. Ja, so, kommt direkt hier wieder alles Oliven. Ah, das ist gut mit den Oliven. Dann hier ein bisschen Butterpopcorn. Oh, genau. Bevor ich wieder aus dem Spiel gehe, ich muss unbedingt. Die Kumpels hier. Ja, das wird so lange dauern, bis ich da endlich mal den Baum voll habe. Oh Mann. Viel, viel länger als hier bei den Bienen wahrscheinlich. Ja. Na gut. Ne? Oh! Guck mal. Da brauche ich auf jeden Fall. Oh, die Sachen habe ich alle gar nicht mehr. Nee, da muss ich auch ein bisschen aufpassen. Oh, nee. Oh. Oh, nee, also Blumen mache ich jetzt erstmal keine mehr. Oh. Ja, komm, wir machen mal drei Stück davon, aber ich brauche sie eigentlich nicht.
Davon machen wir auch mal ein paar. Brauche ich aber eigentlich auch nicht. Aber damit sie halt laufen, ne? Damit sie laufen. Aber dann ist es auch gut. Guck mal, hier ein Klebeband noch. Ja, mir fehlt auch gar nicht mehr so viel zum Aufleveln. Also mir fehlt. Ja, oh, Bolzen. Oh mein Gott, mir fehlen richtig viele Bolzen. Ich hasse das ja, wenn man eigentlich so zwei Sachen fertig hat und eine Sache einfach nur die Hälfte von. So dass man nur die eine Sache eigentlich braucht. Guck mal hier, Nägel und Schindeln. Ja, und selbst andere Leute könnten mir gar nicht so gut helfen, weil ich kann ja nur eine bestimmte Anzahl von Dingern pro Tag kaufen. Was das Ganze das auch schwer macht, ne? Das Tauschen. Tauschen unfassbar schwer. Ich weiß, warum die das damals eingeführt haben, ist ja auch okay, aber irgendwie wurden so alle normalen Spieler bestraft, weil die es nicht hinbekommen haben. Ja, hier so, man konnte ja Tools kaufen, ne? Also gab es dann halt so Seiten, da konntest du die kaufen, auch auf eBay und so und überall, ne? Und deswegen haben die das damals eingeführt. Ja, aber damit wurden ja alle Spieler bestraft. Alle. Alle, alle, alle. Ja, auch ich. Na gut. Da kann man leider nichts machen. Ich bin dann erst, guck mal, hat keiner gefunden. Das Bäumchen hat bis jetzt keiner gefunden. ich bin dann erstmal raus. Wir sehen uns dann demnächst wieder. Das schneide ich besser am Anfang. Wir sehen uns. Tschüss.